Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum Veteran Evento Talk. Ich bin natürlich euer Avenger und ja, ich habe heute mal ein Thema zu besprechen, was die meisten von euch wahrscheinlich etwas missmutig stimmen wird. Aber worum es sich genau handelt, seht ihr natürlich wieder gleich nach dem Intro. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schaut euch das Video bis zum Schluss an. Es ist ganz, ganz wichtig, weil mir das sehr am Herzen liegt. Also Intro ab und bis gleich. Tja, ihr habt's eigentlich für die meisten, die meinen Kanal ja verfolgen, die haben es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe meinen Banner wieder mal verändert. Ich habe das Mittwoch und Sonntags habe ich weggemacht und habe Avenger Talk und Vlogs hingeschrieben. So, warum das manche missmutig stimmen wird, ist folgendes. Nomin Channel hat mir nämlich einen Kommentar geschrieben, dass er meine Vlogs nicht mag. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen. Mir ist es allerdings wichtig, dass ich auch mit euch das teilen kann, was mich täglich so beschäftigt oder wie ich mich fühle. Und deswegen wollte ich die Vlogs einfach mal raushauen. Außerdem kann man da auch eben mal die Kamera anschmeißen für 2 Minuten. Es juckt einfach keinen. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann nicht ganz so aufwendig gemacht. Ihr seht es ja auch schon. Ich versuche zwar immer so ein paar lustige Jump Cuts mit reinzusetzen, dass es einigermaßen passt für euch, aber ihr seht ja schon, so viel Aufwand ist es ja nicht. Ne? Es ist auf jeden Fall schneller gemacht und ihr könnt mehr von mir sehen. Ich kann mehr von meinem Leben für euch teilen, also profitieren wir beide irgendwie davon. Den Avenger Talk wird es natürlich immer noch geben, aber nicht so, wie ich es sonst geregelt habe mit dem Mittwoch und Sonntag, weil ihr seht ja, ich habe es am Sonntag nicht gepackt. Morgen haben wir schon wieder Dienstag, ich nehme das schon wieder um 10 nach halb zwei auf und deswegen habe ich das so geändert, dass es halt immer mal kommt so ein Avenger Talk oder so ein Top 5. Ihr habt ja immer noch nicht geschrieben, wie ihr das Top 5 fandet. Viele haben gesagt, ja, wegen der Thumbnail, allein dafür gibt es schon ein Like. Ja, fand ich auf jeden Fall mega cool und so, aber zu der Thematik hin hat keiner wirklich was geschrieben. Aber wie schon gesagt, ich habe es halt jetzt so gemacht. Ich finde auch, der Banner sieht richtig nice aus, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe mal einen anderen Stil verwendet. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es am besten einfach mal in die Kommentare und wie ihr das vor allem findet, wie ich meinen Channel jetzt umgestaltet habe. Ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja, ich wollte jetzt noch eins loswerden. Folgendermaßen. Ich wollte mich erstmal dafür entschuldigen, für die meisten, die ja jeden Tag auf meinem TS wahrscheinlich online sind und nur auf mich warten, bis ich komme. Das ist alles nicht so einfach. Weil wenn ich spiele oder sonstige Geschichten, bin ich ja mit meinem PNGC-Clan unterwegs. Und da sind wir auf einem Server, wo wirklich nur die PNGCs kennen. Dass auch wirklich keiner dazwischen funkt und keiner uns wirklich stört. Viele könnten jetzt natürlich sagen, ja, TS, kann man das doch einstellen, bla, blub, keine Ahnung. Werden wir auch wahrscheinlich noch machen, aber ich habe da echt noch nicht so den Drang dazu gehabt. Außerdem muss ich mich mit dem Hanni noch mal so ein bisschen kurz schließen, weil mit dem wollte ich ja auch noch so vieles machen und er hat viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Man sieht es auch auf seinem Kanal. Die Videos kommen auch nicht mehr so regelmäßig, wie es mal war. Natürlich sind sie auch Breaking News, was er ständig macht. Ne? Muss man einfach mal gucken. Auf jeden Fall erstmal krasses Entschuldigung dafür. Ich bin aber noch nicht fertig. Meine Verlosung, die habe ich ja schon Ewigkeiten aufgelöst, habe aber immer noch nichts fertig gemacht. Weil mir einfach teilweise die Zeit fehlt und weil der Schütze als auch der Hanni mir noch nicht geschrieben haben, welche T-Shirt-Größe sie haben. Was sollen wir echt mal machen? Dass ich das jetzt endlich mal bestellen kann und dass wir das endlich mal fertig machen. Nicht, also Schütze an dich, schreib, oder Hanni, schreib mir auf jeden Fall mal die Größe drauf und vor allem für den Schütze auch nochmal, welche Karte willst du denn haben? Eine Paysafe oder eine iTunes Store Karte oder eine Google Play Karte, keine Ahnung. Schreib mir einfach rein, wie du gerade Lust hast und dann werde ich das so schnell wie möglich abarbeiten. Nicht, damit mein T-Shirt-Fuzzi da auch endlich mal Bescheid weiß, was da jetzt genau zu machen ist. Und auch welches Motiv ist auch ganz wichtig. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles gesagt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe es ja schon gemerkt, dass das mit den Vlogs und mit der Unregelmäßigkeit für die meisten ein bisschen blöd ist, weil ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Tagen 3D-Abos gehabt. Weiß der Geier auch warum, es schreibt ja keiner so wirklich. Nomi-Channel war es nicht, der ist nämlich noch in den Abos mit drin. Aber wie schon gesagt, ich muss halt gucken, dass es auch für mich irgendwie ein bisschen einfacher wird. Ich möchte auch nicht, dass es Arbeit für mich wird, weil wenn es Arbeit wird, dann macht es ja gar keinen Spaß mehr. Nicht? Und deswegen habe ich das jetzt halt so geändert. Es war halbwegs informativ. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr natürlich wieder mal richtig Bock habt, irgendwas zu machen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde mein Bestes tun, um dieses zu machen. Auf meinem Let's Play Channel werde ich übrigens auch jetzt endlich The Walking Dead anfangen. Ich habe jetzt ein paar Folgen Overwatch aufgenommen. Da geht es übrigens im Ranked, Alter. Ich bin immer noch unter 1000 beim Ranked. Das muss man sich mal vorstellen, immer noch unter 1000. Und habe mich jetzt endlich mal an die Arbeit gemacht, das zu verändern. Weil ich kann mittlerweile mit meinen Clan-Kollegen schon gar kein Ranked mehr spielen, weil 1000 Punkte dazwischen sind und dann kann ich nicht mehr mitspielen. Das ist echt doof und auch ein bisschen peinlich.
Aber morgen habe ich ja nochmal frei. Oder heute. Heute habe ich nochmal frei. Da werde ich mich auf jeden Fall mal dran setzen, endlich mit dem The Walking Dead weiterzumachen. Und dann hoffe ich, dass wir da dann auch beim Let's Play Channel ein bisschen vorankommen und ein bisschen was machen. Ihr habt bestimmt schon gesehen, die auf meinem Let's Play Channel ja auch aktiv sind, die haben bestimmt schon gesehen, ich habe einige Videos gelöscht. Auch die Stream-Videos. Ich mache keine Streams mehr, also nicht mehr in dem Sinne. Ich könnte mal so einen Stream machen, dass ich halt auch so einen Real Talk nur im Stream. Aber das ist wieder so ein, ich will jetzt keine leeren Versprechungen machen. Und deswegen, allein schon wegen der Tatsache, dass auf YouTube die Tippi-Stream, also der Tippi-Stream-Chat funktioniert nicht mehr oder wird nicht mehr erkannt oder wird geblockt. Irgendwas stand auf jeden Fall in dem Fenster drin. Und da habe ich dann schon wieder keinen Bock mehr gehabt. Weil du unbedingt, du nimmst dir einen Stream vor, dann funktioniert die Scheiße schon wieder nicht. Dann musst du schon wieder überlegen, musst du machen und kommst einfach nicht rein. So, und bei Twitch ist es so, ich habe dem letzte Ankündigung gemacht im Video. Die einen mögen ja keine Vlogs, die haben sich wahrscheinlich gar nicht angeguckt und wussten ja dann auch dementsprechend nicht, dass ich auf Twitch streame. Also, wie schon gesagt, Stream ist so eine Sache. Schreibt es mir auf jeden Fall einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr das jetzt eher schade findet oder ja, eigentlich eine tolle Sache, weil Let's Plays sind ja auch qualitativ viel hochwertiger und ich kann da auch öfters mal so ein paar kleine Lache reinbauen, wie beim Stream, weil das halt einfach ein bisschen cooler rüberkommt. Aber naja, ich habe jetzt alles gesagt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Schreibt es mir am besten in die Kommentare. Ich habe das jetzt schon ein paar hundert Mal gesagt oder so. Keine Ahnung. Ja, und wie schon gesagt, wir sehen uns gleich nochmal in der Endcard. Ich freue mich auf euch. Ja, da sind wir auch schon wieder in meiner Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall, wie schon so oft gesagt, in den Kommentaren. Ja, wenn ihr mich natürlich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button klicken. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und gerade frisch eingeschaltet habt und mich richtig krass fandet, dann natürlich wieder diesen. Ich bin auf jeden Fall euer Avenger. Da habt ihr nochmal mein letztes Video. Da habt ihr meine Fratze zum Abonnieren und mein Gaming-Channel. Und see you next time, euer Avenger. Haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede.